Basti, Rudel und Bob, Apple und Bendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister, jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Rudel und Bob, Apple und Bendy machen den Job. Buschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Los, sehen wir uns die Sache an. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ahoi, Schiffskameraden! Bob, der Meister! Die Legende vom goldenen Hammer. Anstrengender Tag in Bauheim. Ja, lass uns zum Bauhof fahren. Nein, Knolle, ich will sehen, was Bob und das Team machen. Außerdem haben wir immer mehr Spaß, wenn wir tun, was ich will. Guten Morgen, Team. Ja, guten Morgen. Ich hatte gerade einen Anruf vom Direktor des Bauheimmuseums, David Mocker. Ja, er möchte, dass wir zu ihm kommen, und zwar auf der Stelle. Also los, Team. Sicher aufregend. Auf geht's zum Museum. Ah, Bob, wir planen eine große Ausstellung und nun passiert das. Was für eine Ausstellung, Herr Mocker? Es dreht sich alles um die Zeit, als Bauheim erbaut wurde, Buddel. Fantastisch! Also, warum sollten wir zu Ihnen kommen, Herr Mocker? Nun, es sind diese Säulen, Wendy. Sie bröckeln. Das Vordach könnte einstürzen. Keine Sorge, Herr Mocker. Mein Team wird das in 0, nichts in Ordnung bringen. Oh, das sieht wirklich aufregend aus. Oh, da siehst du's, Bob. Alles sicher. Kommen Sie, Herr Mocker. Ich kann's nicht erwarten, zu erfahren, wie Bauheim in alten Zeiten aussah. Okay, Team. Dann wollen wir mal das Dach abstützen und diese Säulen rausnehmen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich glaub schon, ja. Dies ist ein Modell von Bauheim, wie es am Anfang aussah. Oh, wer hat es gebaut? Tja, nun, man sagt, es war der erste Mann, der hier im Hafen anlegte. Ziegelbart, der Pirat. Ziegelbart? Ja, das ist er. Einige Leute sagen, dieses Museum wäre sein Haus gewesen. Ich dachte, Piraten würden Schätze vergraben, keine Städte bauen. Also, es wird tatsächlich vermutet, dass Ziegelbart irgendwo in Bauheim einen Schatz vergraben hat. Seinen goldenen Hammer. Natürlich ist es nur eine Legende. Ein goldener Hammer, toll, das klingt abgefahren. Oh, Ziegelbart, der Pirat. Wo willst du denn deinen goldenen Hammer verstecken, Kapitän Ziegelbart? Darauf würdest du nie kommen, Sprinti, du gemeiner Schurke. Niemand wird jemals seinen goldenen Hammer finden. Oh, Knolle. Ich hab mir gerade Ziegelbart vorgestellt. Der goldene Hammer war in einer alten roten Kiste. Sieh mal! Vielleicht ist ja der goldene Hammer da drin. Hey, wäre das nicht abgefahren, wenn wir Bob diesen goldenen Hammer geben könnten? Aber die Kiste ist verschlossen und Herr Mocker sagt, dass niemand jemals den Schlüssel gefunden hat. Ja, aber ich wette, der Schlüssel ist hier irgendwo versteckt. Du musst da wieder rein und nach ihm suchen, Knolle. So, wir können die alten Säulen abtransportieren. Geht klar, Bob. Runter mit dir. Wo soll ich nachsehen? Überall, Knolle. Oh, in Ordnung. Knolle! Yeah.
Oh je, das tut mir so wahnsinnig leid, Herr Mocker. Oh, das reicht. Raus, Knolle, raus. Güte, was ist passiert? Knolle hat mit meinen Ausstellungsstücken herumgespielt, Wendy. Und nun steckt dieser Helm fest. Entschuldigung, Herr Mocker. Sobald wir hier fertig sind, helfe ich Knolle mit dem Helm. Ich hab genug, Sprinti. Wenn du mich fragst, gibt es sowieso keinen goldenen Hammer. Nein, wir müssen weitersuchen. Wo hätte Ziegelbart wohl diesen Schlüssel versteckt? Oh, was ist mit dem Schornstein? Ich gehe da nicht rauf. Ich kann noch nicht mal aus diesem blöden Helm gucken. Wie soll ich da auf das Dach kommen? Keine Sorge, ich habe eine abgefahrene Idee. Oh, ich will das nicht tun, Sprinti. Ich habe Höhenangst. Sollten wir nicht zuerst Bob fragen? Nein, weil, er hat viel zu tun. Stimmt's? Oh, also gut, ja. Das war's. Geschafft. Jetzt müssen nur noch diese Ziegel zurück aufs Dach. Muss ich das tun, Sprinti? Ich kann nicht mal richtig sehen. Keine Sorge, Knolle. Ich sag dir von hier unten, was zu tun ist. Ja. Ah. Ein bisschen links. Jetzt ein bisschen rechts. Oh, welche Richtung, Sprinti? Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst das. Du musst Knolle nur einfach den Schornstein runterfallen lassen. Ihn fallen lassen? Mich fallen lassen? Ja. Oh, okay. Na bitte, so gut wie neu. Ah! Oh, Knolle, was tust du da? Und warum hilft Heppo dir? Tut mir leid, Bob, ich wollte das nicht. Oh, Bob, es ist nicht Knolles Schuld und Heppos auch nicht. Ich hab sie dazu überredet. Wieso? Also, das kann ich nicht sagen. Es ist eine Überraschung. Für dich, Bob. Danke, Sprinti. Aber ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen kann, wenn man Knolle deshalb durchs Dach fallen lässt. Oh je. Entschuldigung, Knolle. Ich überrede dich nie wieder, was zu tun, was du nicht möchtest. Gut. Und ich werde jetzt dieses Dach in Ordnung bringen. Du hattest recht, Knolle. Wahrscheinlich gibt es diesen blöden Schlüssel sowieso nicht. Oh, doch, es gibt ihn. Er war in dem Dach, durch das ich gefallen bin. Oh, Knolle! Jetzt können wir endlich die Kiste öffnen und den goldenen Hammer für Bob holen. Natürlich nur, wenn du es willst. Oh ja, klar will ich, solange ich nicht wieder auf das Dach rauf muss. Herr Mocker, könnten Sie mir bitte ein bisschen mehr über den goldenen Hammer erzählen? Es ist nur eine alte Geschichte, Sprinti, eine Legende. Wahrscheinlich existiert er überhaupt nicht. Los, probier den Schlüssel aus. Oh, er passt. Hier ist er, der goldene Hammer. Oh. Es ist nur ein blödes Stück Papier. Sieh mal, ein Bild von einem Bären. Was kann das bedeuten? Ich weiß es. Es bedeutet, dass der goldene Hammer irgendwo versteckt ist bei einem Bären. Oh, du meinst, das ist ein Hinweis? Ja, wir gehen die Sache an, Knolle. Ganz gleich, was das für uns heißt. Wir werden diesen goldenen Hammer für Bob finden. Ein Bär. Ahoi, Schiffskameraden. Hier ist Ziegelbart, der Pirat, der Bauheim erbaute. Es ist lange her, dass ich in Bauheim gewesen bin, aber ich habe einen Schatz zurückgelassen. Erinnert ihr euch, was es war? Ha, mein goldener Hammer. Knolle und Sprinti würden meinen Schatz gern finden. Sie dachten, er wäre in der alten roten Kiste. Aber alles, was sie fanden, war ein Hinweis. Erinnert ihr euch, was es war?
Haha, ein Bär. Aber wie soll ein Bär helfen, meinen goldenen Hammer zu finden? Also, Schiffskameraden, vielleicht könnt ihr herausfinden, was mein Hinweis bedeutet. Im nächsten Teil der Legende vom goldenen Hammer! Das wird eine abgefahrene Überraschung für Bob sein, wenn wir den goldenen Hammer finden. Ja, Sprinti, aber wie finden wir ihn? Der goldene Hammer, versteckt in Bauheim vor langer Zeit von Ziegelbart, dem Piraten. Wo willst du denn deinen goldenen Hammer verstecken, Kapitän Ziegelbart? Darauf würdest du nie kommen, Sprinti, du gemeiner Schurke. Niemand wird jemals meinen goldenen Hammer finden. Wie sollen wir ihn finden? Hä? Oh. Alles, was wir haben, ist dieser Hinweis. Ein Bild von einem Bären. Wie sollen wir denn einen Bären in Bauheim finden? Guten Morgen, Team. Ich hatte einen Anruf von Frau Thule aus dem Spielzeugladen. Oh, sie hat viel schönes Spielzeug, nicht wahr? Ja, Heppo. Und sie möchte ein großes neues Fenster, damit alle die Sachen sehen können. Auf geht's! Hallo, Frau Thule. Dieses Fenster sollen wir vergrößern? Ja, bitte, Bob. Oh ja! Durch dieses Fenster kann man das Spielzeug nur sehr schwer sehen. Oh, ist alles da drin? Oh, Sie haben wirklich viel Spielzeug. Ja, Heppo. Und wenn erstmal das neue Fenster eingebaut ist, werden die Kinder alles sehen können. Ich werde diesen wunderschönen alten Spielzeugschrank in die Mitte stellen und alles Spielzeug drumherum. Oh, hallo, ihr kleinen Teddys. Ihr seid süß. Ja, ich werde sie hier drüben hinlegen. Dann werden sie nicht staubig, wenn ihr arbeitet. Beim Fenster rausnehmen wird es ein bisschen knallen und krachen. Ich weiß, ihr seid nur Spielzeug-Teddys, aber werdet ihr euch fürchten? Ich bringe euch irgendwo hin, wo es ruhig ist. Ich sollte es niemandem erzählen, sonst werden sie mich bloß für albern halten. Hallo, Frau Thule. Wir halten Ausschau nach einem Bären. Haben Sie welche gesehen? Oh, keine echten, mein lieber Knolle. Ich habe in meinem Laden allerdings einige Teddybären. Teddybären? Oh. Finde die Teddybären und du wirst den goldenen Hammer finden. Juhu! So, niemand ist im Spielzeugladen. Also können wir das Fenster sicher herausschlagen. Teddybär, ich komme! Okay, Team, lasst uns anfangen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Hier sind wir, Teddys. Kein Lärm? Oh! Hallo, Füchse! Hallo, Heppo. Ich brauche deine Hilfe. Oh, schon unterwegs, Bob. Also, ich bin bald wieder bei euch, Teddys. Okay, Team. Als nächstes müssen wir ein größeres Loch für das neue Fenster schlagen. Ich soll aufhören? Wieso? Da! Das war keine gute Idee. Da! Es ist egal, wie laut es jetzt im Gebäude ist. Die Teddys sind weit weg. Sagtest du Teddys? Hast du irgendwelche Teddys gesehen, Heppo? Ja, im Spielzeugladen. Ich habe sie in den Wald gebracht. In den Wald? Wieso? Na ja, es ist ein bisschen albern. Mach dir deswegen keine Sorgen. Zeig es uns. Oh, die Schachtel ist leer.
Sie sind weg. Weg? Ich hab sie verloren. Ich werde die armen Teddys nie wiedersehen. Und wir werden niemals den goldenen Hammer finden. Oh nein! Du hast Frau Thules Teddybären verloren? Ja, Bob. Ich dachte, sie würden sich vor dem Baulärm fürchten. Deshalb habe ich sie bald weggebracht. Aber sie sind nur Spielzeug, Heppo. Ich weiß. Es war wirklich albern. Deshalb habe ich es niemandem gesagt. Oh, Heppo, du hättest es sagen sollen. Ja, mein Lieber. Wir hätten dir geholfen, weißt du? Wirklich? Ja. Und wir werden dir jetzt helfen, diese verlorenen Bären zu finden. Schnolle, wir müssen diese Teddybären finden, bevor Bob es tut. Ja, wenn Bob die Teddys findet, wird er auch den goldenen Hammer finden. Und dann wär's keine Überraschung mehr. Wo sind die Teddybären nur abgeblieben? Oh, da seid ihr ja wieder, ihr Füchse. Sag mal, Heppo, hast du die Füchse vorher schon gesehen, als du die Bären noch hattest? Ja. Ich denke, wir sollten ihnen folgen. Die Teddys, die Füchse haben sie genommen. Weißt du, Heppo, Füchse nehmen sich manchmal Dinge. Seht mal, ein Fuchsbaby. Deshalb haben sie sie mitgenommen, damit es spielen kann. Na gut, warum soll das Fuchsbaby keinen Teddy haben? Ich hab genug Teddys für meinen Laden. Gern geschehen, mein kleiner Fuchs. Ich verstehe das nicht, Sprinty. Wir haben die Teddybären gefunden. Aber wo ist der goldene Hammer? Der Hinweis war bestimmt falsch. Bob, jetzt kann ich die Teddys sehen, wann immer ich vorbeifahre. Es hilft alles nicht, Sprinty. Jetzt werden wir den goldenen Hammer niemals finden. Lass uns noch einen letzten Blick in den Spielzeugladen werfen. Vielleicht ist da ein Teddybär, den wir nicht gesehen haben. Ach, in Ordnung. Wohin möchten Sie den Schrank haben, Frau Thule? Oh, er soll genau dort in das Fenster, Bob. Ein Teddybär! Noch eine rote Kiste, genau wie die, in der wir den Hinweis gefunden haben. Ja! Der goldene Hammer muss da drin sein. Schnell, Knolle, öffne sie. Ja, der goldene... Das ist kein goldener Hammer. Nein, aber es ist noch ein Hinweis. Ein Drache. Wir müssen einfach einen Drachen finden, Knolle. Oh, zuerst war es ein Bär, jetzt ein Drache. Wo sollen wir denn einen Drachen im Bauheim finden? Ich weiß es nicht, Knolle, aber wir müssen anfangen zu suchen. Wir werden diesen goldenen Hammer für Bob irgendwo finden. Da bin ich ganz sicher. Ahoi, Schiffskameraden. Hier ist wieder Ziegelbart, der Pirat. Knolle und Sprinty suchen immer noch nach meinem Schatz, dem goldenen Hammer. Aber es wird nicht einfach sein, ihn zu finden. Ich habe allerdings einige Hinweise gegeben. Erstens ein Bär. Erinnert ihr euch, wo Knolle und Sprinty einen gefunden haben? Im Spielzeugladen. Es war ein Teddybär. Er saß auf einer roten Kiste. Aber mein goldener Hammer war nicht drin, sondern ein weiterer Hinweis. Ein Drache. Also, Schiffskameraden, werden Knolle und Sprinty einen Drachen in Bauheim finden? Und wird er sie zu meinem Schatz führen? Bleibt wachsam und seht, ob ihr einen Drachen erspähen könnt im nächsten Teil der Legende vom goldenen Hammer!
Also, wir suchen nach diesem goldenen Hammer, weil wir Bob eine Überraschung bereiten wollen. Ja, Knolle. Er wurde in Bauheim versteckt vor langer, langer Zeit. Von Ziegelbart, dem Piraten. Niemand wird jemals meinen goldenen Hammer finden. Aber wie sollen wir ihn finden? Alles, was wir haben, ist dieser Hinweis. Ziegelbart hat ihn hinterlassen, damit wir wissen, wo wir suchen müssen. Wenn wir einen Drachen finden, werden wir auch den goldenen Hammer finden. Aber Drachen sind furchterregend. Hallo, Team. Ela, die Lehrerin von der Bauheimschule, hat gerade angerufen. Die haben da ein Problem mit der Mauer. Geht klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Fangen wir da an zu suchen. Aber Drachen gehen doch nicht zur Schule, oder? Ela hat recht. Diese Mauer ist sehr alt. Hey, was ist das? Das ist eine Art Bild. Oh, oh, das ist ein Drache. Nein, Heppo, das sind Ela und die Kinder. Hallo, Bob. Wir üben für unseren besonderen Drachentanz heute Abend. Wiedersehen. Spenti, sieh nur, ein Drache. Abgefahren, folgen wir ihm. Aber Drachen sind furchterregend. Ja. Bob braucht uns auf der anderen Seite, Buddel. Buggy, wir sind bereit. Auf den Weg, Bob. Los, komm, Buddel. Dieses alte Bild ist so hübsch. Da ist ein Ohr, eine Zunge und ein Flügel. Buddel, was tust du da? Du hättest dich verletzen können. Entschuldigung, Bob. Ich hab mir nur das Schöne. Es ist weg. Hier war ein großes Bild auf der Mauer. Ein Bild, sagst du? Bist du sicher? Für mich sieht es nur wie ein Haufen Ziegelsteine aus, Buddel. Nein, da war ein Bild. Ein wirklich tolles. Okay, kommt schon. Wir machen lieber mit der Arbeit weiter. Wieso will mir niemand glauben? Hey, ich könnte es wieder zusammensetzen. Dann würden sie es sehen. Buddel, kannst du einen Job für mich erledigen? Diese Ziegelsteine müssen weg. Die Ziegelsteine müssen weg? Mhm. In Ordnung. Zum Baustoffhof. Wieso kommen sie dorthin, Bob? Wendy wird sie sortieren, Buggy. So, dass wir einige wiederverwerten können. Bringe ich dir die neuen Ziegel, Bob. Danke, Packer. Sobald ich die eingesetzt habe, brauche ich die von Buggy. Hallo, Bauer Gurke. Brauchst du zufällig eine Mauer? Ich glaube nicht, Buddel. Meine Schafe könnten sonst nicht zu ihrem Heu kommen. Wofür ist diese Mauer eigentlich gut? Sie ist etwas Besonderes, Rumpel. Auf den Steinen ist ein Bild. Wirklich? Für mich sehen die nach Ziegelsteinen aus. Ich werde die Mauer irgendwo aufbauen, dann kannst du es sehen. Bob, wir haben keine Ziegel mehr. Wir brauchen die alten. Vielleicht hat Wendy sie schon sortiert. Hallo, Wendy? Bob, Buddel war noch nicht hier. Das ist aber komisch. Wir müssen ihn finden. Wie wenn dem Drachen gefolgt, Sprinti. Ja, aber du hast recht, Knolle. Er ist wirklich furchterregend. Ja. Perfekt. Hier wird sie niemanden stören. Da
ist ein Bild. Ich wusste es. So, das ist also deine Mauer, Buddel. Das Bild ist ein bisschen komisch. Ich weiß, aber... Achtung, die Mauer versinkt. Sie versinkt? Ja, Buddel, es ist sumpfig hier. Schnell, oder du wirst auch versinken. Aber mein Bild, ich muss die Ziegelsteine retten. Oh nein, ich versinke. Hochziehen, Heppo. Hochziehen. Oh, Buddel, was hast du getan? Oh, Bob, tut mir leid. Ich wollte die Mauer wieder zusammensetzen. Da ist nämlich ein Bild drauf und niemand glaubt mir. Na, wenigstens bist du in Sicherheit. Und die Ziegelsteine auch, dank dir. Weißt du was? Vielleicht können wir sie doch noch zusammensetzen. Wir können fast alle alten Ziegelsteine wiederverwenden, Bob. Toll, Wendy. Du sagst, wo sie hin sollen, Buddel. Ja, wir wollen dieses Bild sehen. Ja, Mixi, hat das wollen wir. Lauft, alle Mann, lauft! Da kommt ein Drache! Das ist kein Drache. Das sind Ela und die Kinder. Hallo. Los, alle zusammen. Wir müssen die Mauer fertig kriegen. Und ein Bild dazu. Es ist kein Drache. Aber das bedeutet, dass er uns nicht zum goldenen Hammer führen wird. Wir müssen einen anderen Drachen finden. Oh nein. Seht ihr, da ist wirklich ein Bild. Was ist das? Ein paar Teile fehlen. Wir können sie reinmalen, wenn du es willst, Buddel. Oh ja, bitte, Ela. Es ist ein Drache. Oh, oh ja! Und heute Abend können wir vor der Mauer unseren Drachentanz aufführen. Ah, der Drache der Kinder sieht beeindruckend aus. Ja, stimmt, Buddel. Deiner gefällt mir aber genauso gut. Oh, Sprinti. Ich kann nicht mehr suchen. Knolle! Der Drache da sieht so aus, wie der, den Ziegelbart als Hinweis gegeben hat. Sieh dir die Zunge des Drachen an. Und dieser Ziegel ist total wackelig. Eine rote Kiste. Der goldene Hammer muss da drin sein. Nee. Ja, es... Oh, es ist nur ein neuer Hinweis. Was ist das? Ich weiß es nicht, Knolle. Aber Ziegelbart hat es für uns dagelassen. Dieser Hinweis wird uns sicher zum goldenen Hammer führen. Ich weiß es, ganz bestimmt. Du wirst es sehen. Ahoi, Schiffskameraden. Hier ist euer alter Kumpel, Ziegelbart, der Pirat. Und hier ist mein Schatz. Mein goldener Hammer ist irgendwo in Bauheim versteckt. Aber alles, was Knolle und Sprinti gefunden haben, sind einige Hinweise, die ich hinterlassen habe. Hier ist der erste, ein Bär. Der führte sie zu einem Teddybären. Und da war ein weiterer Hinweis versteckt. Ein Drache. Aber es gibt keine richtigen Drachen in Bauheim. Ha! Erinnert ihr euch, was sie stattdessen gefunden haben? Eine Zeichnung von einem Drachen. Haha! Und seine Zunge zeigte auf etwas. Aber mein goldener Hammer war auch nicht in dieser roten Kiste. Erinnert ihr euch, was in der war? Haha! Ein anderer Hinweis. Was vermutet ihr, könnte das sein, Schiffskameraden? Könnte es zu meinem Schatz führen? Bleibt wachsam und findet es heraus im nächsten Teil der Legende vom goldenen Hammer. Hi,
Heute werden wir den goldenen Hammer finden, Knolle. Ich kann es fühlen. Und dann können wir ihn Bob schenken, als Überraschung. Der goldene Hammer. Versteckt in Bauheim vor Hunderten von Jahren. Von Ziegelbart, dem Piraten. Niemand wird jemals meinen goldenen Hammer finden. Wir werden ihn finden, wenn wir die Hinweise deuten können, die Ziegelbart gegeben hat. Ja, wir müssen etwas in Bauheim finden, das aussieht wie das hier. Wo wollt ihr alle hin, Bob? Zum Leuchtturm, Sprinty. Er muss ausgebessert werden. Los geht's, Team! Vielleicht passt der Hinweis zu irgendwas am Leuchtturm, Knolle. Ja, lass uns da zuerst nachsehen. Oh, hallo, Bob. Wir sind auf dem Weg zur Kartoffelernte. Möchtest du auch welche? Ja, gern, Bauer Gurke. Wir bringen welche zum Baugeschäft. So, Team, es gibt heute viel zu tun. Ich werde die größten Jobs erledigen, wie immer. Wenn du es sagst, Buggy, sehen wir uns die Pläne an. Zuerst den zugewachsenen Weg säubern. Dann Tür und Fenster ersetzen. Und die Frontseite streichen. Zuletzt werden wir das große Licht an der Spitze in Ordnung bringen. Das ist eine Menge Arbeit. Ja, Mixi. Seit Ziegelbarts Zeiten ist er nicht mehr in Betrieb gewesen. Ziegelbart, der Pirat? Ja. Er soll die letzte Person gewesen sein, die jemals von innen hochgeklettert ist. Vielleicht ist der goldene Hammer ja hier. Es ist Amphilius. Hallo zusammen. Was tust du denn hier? Ich bin gekommen, um bei allen großen Sachen zu helfen. Was? Aber die großen Jobs sind meine Jobs. Ich erledige sie immer. Na los, Team. Lasst uns anfangen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja! Kann jemand bitte diesen Haufen wegschaffen? Ja, Rollo, ich werde dir helfen. Halt, ich mach das schon, Amphilius. Das ist ein großer Job. Und für die großen Jobs bin ich zuständig. Was war das für ein Geräusch? Das klang wie Ketten. Wie die Ankerketten von Ziegelbart. Vielleicht ist er zurückgekommen, um nach seinem goldenen Hammer zu suchen. Oh nein, wir sollten ihn schnell finden. Siehst du, Bob? Diese großen Jobs sind leicht. Ich liebe sie. Wir haben immer noch viel zu tun, Buggy. Kannst du diesen Haufen dort rüberschieben? Ja, kein Problem, Bob. Ich helf dir, Buggy. Nein, danke, Amphilius. Dies ist ein großer Job. Und für die großen Jobs bin ich zuständig. Oh, ich kann nicht sehen. Buggy, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hab wohl versucht, zu viel zu heben. Keine Sorge. Ich hol dich da raus. Lass dir das nächste Mal von Amphilius helfen, Buggy. Aber ich möchte nicht, dass Amphilius meine großen Jobs übernimmt. Also, wir werden den Müll beseitigen und einiges wiederverwenden. Dann die zerbrochenen Fenster reparieren. Kommt schon, Team, machen wir weiter. Wir können jetzt die neuen Scheiben einsetzen. Wer hilft mir? Ich helf dir, Bob. Oh nein, das sieht nach einem großen Job aus. Ich mach all die großen Jobs. Ich hab das Glas zerbrochen. Es tut mir so leid, Bob. Ich bin zu schnell gefahren. Du musst vorsichtig mit Glas umgehen, Buggy. Aber keine Sorge, ich habe Ersatz. Vielleicht bist du müde von der harten Arbeit, Buggy. Nein, ich bin wirklich stark. Und ich kann auch mehr Jobs erledigen. Okay. Kannst du etwas Zement vom Baugeschäft holen?
Kein Problem, Bob. Und Amphilius, kannst du etwas Farbe vom Laden besorgen? Natürlich. Ich bin bald zurück. Und dann helfe ich dir weiter bei der Arbeit, Bob. Oh nein. Ich möchte nicht, dass Amphilius meine letzten großen Jobs macht. Wir sehen uns später. Amphilius wird vor mir zurückkommen. Ich muss schneller fahren. So, das hier ist der letzte Sack Kartoffeln. Ich hoffe, Bob hat Hunger. Aha, das müssen die Zementsäcke sein. Ich muss mich beeilen. Ich muss vor Amphilius zurück sein, oder er wird einen meiner großen Jobs übernehmen. Ich hab's geschafft. Ich bin als Erster zurück. Oh, ich kann mich schleudern. Ich kann nicht anhalten. Oh, Ziegelbart. Nein, es ist Buggy und er wird stürzen. Schnell. Oh. Geht's dir gut? Tut mir so leid. Danke. Mir geht's gut, aber... Hier ist die Farbe, Bob. Wow! Wofür brauchen wir die Kartoffeln? Gute Frage. Oh nein! Ich muss die falschen Säcke abgeholt haben. Ich war so in Eile. Warum? Weil ich als Erster zurück sein wollte. Amphilius sollte nicht meine großen Jobs übernehmen. Aber Buggy, es gibt so viele große Jobs zu erledigen. Ich wollte dich nicht beunruhigen, Buggy. Ich wollte nur helfen. Hey, Amphilius, warte! Ich war wirklich dumm. Vielleicht könnten wir uns ein paar große Jobs teilen. Teilen? Ja. Während ich die Kartoffeln aufsammle, könntest du den anderen Job erledigen, den Zement abholen. Wirklich, Buggy? Du möchtest, dass ich einen deiner großen Jobs erledige? Natürlich! Komm schon! Er sieht wunderschön aus, Bob. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das Licht funktioniert. Seht mal, da ist jemand im Leuchtturm. Es ist Ziegelbart, der Pirat. Hallo, ich bin's nur. Ja. Das Licht geht wieder. Aber das Glas ist schmutzig. Komm schon, Bob. Wieder dieses Geräusch. Und hier ist etwas. Oh, toll, es ist ein alter Brunnen. Sprinti, sieh mal, der Hinweis. Oh, es ist ein Eimer an einer Kette. Das ist es. Es waren gar nicht Ziegelbartketten, die so geklirrt haben. Es war diese Kette. Sieh mal, noch eine rote Kiste. Der goldene Oh nein, ein neuer Hinweis. Es ist nur eine Kiste. Wie soll die uns helfen, den goldenen Hammer zu finden? Ich weiß es nicht, Knolle, aber wir müssen weitersuchen. So lange, bis wir den goldenen Hammer für Bob gefunden haben. Ahoi, Schiffskameraden. Hier ist wieder Ziegelbart, der Pirat. Knolle und Sprinti haben meinen goldenen Hammer immer noch nicht gefunden. Ich habe ihnen allerdings einige Hinweise gegeben. Wollt ihr sie noch mal sehen? Hier ist der erste, ein Bär. Dieser führte sie zu einem Teddybären, wo sie meinen nächsten Hinweis fanden. Ein Drache. Sie folgten diesem zu einem Drachenbild und fanden meinen dritten Hinweis. Erinnert ihr euch, als was der sich entpuppte? Haha, jetzt seht ihr, was es ist. Ein Eimer an einer Kette. In diesem Eimer war eine weitere rote Kiste. Aber mein goldener Hammer war nicht da drin. Es war mein vierter Hinweis. Sieht ein bisschen wie eine Kiste aus, nicht wahr? Nun, was immer es ist, es könnte zu meinem Schatz führen. Haha, also bleibt wachsam und findet's heraus. Im nächsten Teil der Legende vom goldenen Hammer. Wo glaubst du, hat Ziegelbart seinen goldenen Hammer versteckt, Sprinti?
Ich weiß es nicht, Knolle, aber irgendwo in Bauheim muss er sein. Niemand wird jemals meinen goldenen Hammer finden! Aha! Wenn wir ihn finden wollen, Sprinti, müssen wir diesen Hinweis entschlüsseln, den Ziegelbart hinterlassen hat. Es ist eine Kiste. Wo habe ich meinen Computer gelassen? Hier ist er, Bob. Oh, danke, Mixi. Du findest ja immer alles. Und jetzt fahren wir zum Theater. Wir haben dort einiges zu tun. Na los, Team. Das Theater. Vielleicht ist dort etwas, das nach unserem Hinweis aussieht. Und das uns zum goldenen Hammer führt, Knolle. Also, Team, das liegt heute an. Wir werden eine Konstruktion für die Scheinwerfer bauen und neue Vorhänge anbringen für die Vorstellung heute Abend. Was passiert denn heute Abend? Heute werde ich, Olli Olivier, eine Vorstellung geben. Ich bin der Theaterdirektor und Hauptdarsteller. Was ist ein Darsteller? Das ist jemand, der auf die Bühne geht und Geschichten erzählt, Mixi. Aber in der Theaterwelt nennt man sie Theaterstücke. Heute Abend gibt es die Legende von Ziegelbart. Ziegelbart, der Pirat? Ja, er lebte vor vielen Jahren in Bauheim. Dann eines Tages verschwand er. Ich wette, ich könnte ihn finden. Lass uns loslegen, Team. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Oh je, wir haben keinen Zement mehr. Ich hol noch welchen, Bob. Das ist Ziegelbart. Oh, ich habe ihn gefunden. Er ist zurückgekommen. Ziegelbart? Schnell! Das war Ziegelbart. Wo ist er hin? Hallo, Olli. Was tust du? Ich lerne meinen Text für das Stück, Mixi. Es ist schwer, aber ich werde weiter üben, bis ich alle Zeilen kann. Ich werde auch weiter üben. Ich werde Ziegelbart wiederfinden. Eine Falltür, Mixi. Was ist eine Falltür, Wendy? Tja, normalerweise befindet sich darunter ein Aufzug, um Sachen auf die Bühne zu bringen. Mixi, Heppo, könnt ihr die nächste Kulisse holen? Oh, ich glaube schon, ja. Oh, seht mal, es ist Ziegelbarts Piratenschiff, die Seebart. Potzblitz! Psst. Ziegelbart ist hier. Hinter diesem Busch. Hallo zusammen. Heppo, du hast die Seebart zerrissen. Tut mir leid, Bob. Ich dachte, du wärst Ziegelbart. Ziegelbart? Ja. Mixi glaubt, sie hat ihn gefunden. Ziegelbart ist doch nur eine Legende. Also, wir müssen die Kulisse wieder flicken. Kommt schon. Hallo, Olli. Hast du deinen Text schon gelernt? Nein, Mixi. Es ist schwierig. Aber ich darf nicht aufgeben. Also, wo hab ich diesen Hut hingelegt? Olli gibt immer noch nicht auf. Genau. Ich werde es auch weiter versuchen. Ich werde Ziegelbart finden. Seht nur, ich habe seinen Hut gefunden. Wow! Bring ihn in Sicherheit. Ich muss los, um Ziegelbart zu finden. Hä? Hier drin ist ein Handy. Benutzen Piraten etwa Handys? Thank you.
Ziegelbart ist auf der Bühne. Da ist niemand, Mixi. Aber ich habe Ziegelbart gesehen. Oh, niemand hat ihn gesehen, außer mir. Oh, ich gebe auf. Das ist Ziegelbarts Umhang. Oh, Olli hatte recht. Gib niemals auf. Ich werde Ziegelbart finden. Oh, da ist ein Namensschild. Dieser Umhang gehört... ich kann den Rest nicht lesen. Haben Piraten auch Namensschilder, Knolle? Dies ist mein Piratenschiff. Ziegelbart, ich hab ihn gefunden. Potz, Blitz, Donner und Doria, geh über die Planke, ja! Oh, hallo, Mixi. Ich bin's nur, Olli. Du bist Ziegelbart? Ja, ich spiele Ziegelbart, aber ich bin nicht gut in der Rolle. Oh, ich möchte am liebsten aufgeben. Nein, ich war kurz davor, aufzugeben, nach Ziegelbart zu suchen, aber ich hab's nicht getan und ich hab ihn gefunden. Du bist es. Ja, Mixi, du hast recht. Ich bin Ziegelbart. Aber ich habe meinen Piratenhut und meinen Umhang verloren. Keine Sorge, ich weiß, wo sie sind. Komm mit. Oh, du meine Güte, die Vorstellung beginnt. Ich bin Ziegelbart und ich suche nach meinem goldenen Hammer. Hat jemand von euch ihn genommen? Wir waren's nicht. Wir können ihn nicht finden. Wir wissen noch nicht mal, was dieser Hinweis bedeutet. Knolle, das ist nicht Ziegelbart. Das ist Olli, der Schauspieler. Knolle, komm bitte von der Bühne runter. Oh je. Geöffnet. Und sieh mal, der Rahmen sieht genau wie der Hinweis aus. Die nehme ich. Bravo, 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 bravo. Oh, Knolle, der goldene Hammer. Oh nein, es ist nur ein weiterer Hinweis. Es ist ein Bild von einem Boot. Aber es gibt jede Menge Boote in Bauheim. Oh, wo hat Ziegelbart diesen blöden goldenen Hammer versteckt? Du bist wirklich ein super Schauspieler, Olli. Danke, Mixi. Aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ahoi, Schiffskameraden. Ich bin's wieder, Ziegelbart, der Pirat. Ich dachte, niemand würde jemals meinen goldenen Hammer finden. Aber Knolle und Sprinti sind dicht dran, Schiffskameraden. Und das nur, weil ich ihnen gute Hinweise gegeben habe. Haha, wir wollen noch einmal schauen. Der erste Hinweis, den ich gab, war ein Bär. Der führte sie zu einem Teddybären, wo sie meinen zweiten Hinweis fanden, einen Drachen. Der führte sie zu einem Drachenbild. Und das Bild führte sie zu Hinweis Nummer 3, einem Eimer in einem Brunnen. Und in diesem Eimer fanden sie meinen vierten Hinweis. Dieser entpuppte sich als ein Rahmen in der Falltür des Theaters. Und in diesem Rahmen war mein letzter Hinweis. Erinnert ihr euch, was es war? Haha! Ein Boot, Schiffskameraden! Aber der Hafen von Bauheim ist voller Boote! Knolle und Sprinti sind jetzt dicht dran an meinem Schatz. Aber sie haben immer noch einen Weg zurückzulegen. Bleibt wachsam! Vielleicht werdet ihr das richtige Boot erspähen, bevor sie es tun. In der letzten Folge der Legende vom goldenen Hammer! Ob wir den goldenen Hammer jemals finden werden, Sprinti? Er wird schon so lange vermisst. Ja, versteckt vor vielen, vielen Jahren von Ziegelbart, dem Piraten.
Niemand wird jemals meinen goldenen Hammer finden! Aha! Wir werden ihn finden und ihn Bob als Überraschung schenken. Alles, was wir haben, ist Ziegelbarts Hinweis. Ein Bild von einem Boot. Gut, dann suchen wir eben zuerst am Hafen. Dort liegen alle Schiffe. Also, Team, heute bewegen wir das älteste Schiff in Bauheim. Wir ziehen es auf eine Plattform, an Land. Kommt schon, auf geht's! Okay, Team. Zuerst brauchen wir eine ebene Fläche, auf der wir arbeiten können. Das ist dein Job, Rollo. Rollo? Rollo und ne Möwe, die treffen sich am Strand. Und wenn sie singen, klingt's so. Ich würde den ganzen Tag mit dir singen, Frau Seemöwe. Aber ich helfe dabei, dieses Schiff zu bewegen. Frau Seemöwe, was ist denn? Ich helfe dir. Rollo! Rixi, du hast die Möwe verschreckt. Bob braucht dich. Ich werde so schnell zurück sein, wie ich kann, Frau Seemöwe. Welches Boot zuerst springt, Team? Ich weiß es nicht, Knolle. Wir müssen einfach weitersuchen, bis wir den goldenen Hammer gefunden haben. So, Rollo, ich brauch dich, um dieses Stückchen Land einzuebnen, während wir mit der Plattform beginnen. Okay, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaub schon, ja! Bob, darf ich zu meiner Freundin Frau Seemöwe gehen? Sie ist auf dem Schiff. Noch nicht, Rollo. Wir ziehen als nächstes das Schiff aus dem Wasser. Aber du kannst an Bord gehen, wenn es auf der Plattform ist. Oh, deine Freundin ist nicht sehr freundlich, Rollo. Was ist denn los, Frau Seemöwe? Ich muss unbedingt rausfinden, was mit ihr los ist. Wir sollten Bob um Rat fragen, Rollo. Nein, Mixi. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Okay, es ist Zeit, dass wir das Schiff auf die Plattform hieven. Bob, darf ich jetzt an Bord gehen? Noch nicht, Rollo. Zuerst müssen wir es noch sichern. Mit Stützen an jeder Seite. Dann wollen wir sie mal holen. Oh. Was denn noch, Sprinti? Wir haben alle Boote überprüft. Bis auf dieses Schiff hier. Hey, was ist das? Gekreuzte Hämmer. Ziegelbarts Zeichen. Ich glaube, das ist sein Schiff. Die Seebart. Der goldene Hammer muss hier sein. Oh, Bob, Wendy, stellt ihr jetzt die Stützen auf? Ja, Rollo. Aber wir müssen sie einzementieren, damit sie auch wirklich halten. Oh, Mann. Stützen jetzt einzementiert, Bob? Ja, Mixi. Aber wir haben den Zement vergessen. Bis nachher. Haha! Die Stützen sind aufgestellt! Ich kann an Bord gehen! Oh, nein! Rollo, warte! Es ist doch nicht gesichert! Hey! Das Schiff kippt nicht um! Man kann da drauf! Wir müssen den goldenen Hammer finden! Frau Seemöwe! Oh, was ist das? Oh, das Schiff bewegt sich!
und Sprinti sind auf das Schiff gegangen. Aber es ist nicht gesichert. Wir müssen das Schiff drehen. Aber wir können nirgendwo hin mit den eingezogenen Segeln. Es tut mir so leid. Wenn ich Bob nur um Hilfe gebeten hätte, wäre das alles nicht passiert. Ich kann zwar Bob jetzt nicht um Hilfe bitten, aber ich kann Frau Seemöwe fragen. Rollo! Wie kann eine Seemöwe helfen, dieses große Schiff zu drehen? Sie öffnet die Segel, seht ihr? Gratuliere, Rollo. Das hast du sehr, sehr gut gemacht, Frau Seemöwe. Zum Glück seid ihr in Sicherheit. Aber was habt ihr denn gemacht? Es tut mir wirklich leid, Bob. Ich wollte doch nur Frau Seemöwe helfen. Aber ich hätte es dir sagen sollen. Bitte, Bob, wirst du mir helfen, Frau Seemöwe zu helfen? Aber natürlich, Rollo. Sehen wir mal nach. Ein Nest! Kein Wunder, dass du die ganze Zeit so aufgeregt warst. Du wolltest deine Eier beschützen. Und hier ist auch noch etwas anderes. Oh, genau danach haben wir gesucht. Was ist da drin? Etwas total Abgefahrenes. Wir zeigen es dir heute Abend. Okay. Und jetzt wollen wir das Schiff bewegen. Es ist beinahe Zeit für die große Eröffnung. Also in diesem Kostüm sieht Olli fast so aus wie der echte Ziegelbart. Er war echt. Er hat Bauheim erbaut. Ja, und außerdem hat er etwas hinterlassen. Und wir haben es gefunden. Für dich, Bob. Für mich? Der goldene Hammer. Und ich hab gedacht, es wäre nur eine Legende. Ich kann nicht glauben, dass ihr ihn beide gefunden habt. Mein ureigener goldener Hammer. Aber natürlich, du hast ihn verdient. Du bist nicht nur irgendein Baumeister. Du bist der beste Baumeister aller